diese Stängelpflanzen hier, die wachsen, wenn sie gut gedüngt werden und gutes Licht haben, dann wachsen die mehr als 10 cm in 2 Wochen. Okay. Und ich nehme die dann komplett raus aus dem Boden, halte mir das so vor die Nase und guck dann mit der und kneif mir die schönen Spitzen ab. Also oben ab dann, sozusagen. Ja, genau. Ich kneif mir die schönen Spitzen ab, die ich dann gleich wieder entsprechend unten einsetze. Das heißt, man kann einfach die Stängel wieder reinstecken? Ja, die Spitzen stecken. Ja, ja. Und was machen Sie mit dem Rest? Der Rest, der wandert auf den Kompost. Die Pflanzen wachsen nun mal nach oben. Und wenn man die einfach so wachsen lässt, dann hat man unten nur kahle Stängel, wenn man seitlich in sein Aquarium reinguckt. Ja. Also wenn man von oben reinguckt, sieht das alles toll aus. Aber wer macht das schon? Eben, das sind das jetzt sind die Spitzen. Und die nehme ich zu zweit oder zu dritt zusammen. Also mehr nicht. Mehr nicht. Nicht das ganze Büschel reinstecken. Nicht auf gar keinen Fall das ganze Büschel, sondern nur 2 oder 3 Spitzen und setze die dann ein. Ganz wichtig ist dabei eben auch, dass man die Stängel nicht zu eng zusammensetzt, damit das Licht von oben bis unten durchscheinen kann. Wenn man sie ganz eng zusammensetzt, dann hat man nachher den Effekt, dass man eine schöne buschige Krone hat oben, aber auch wieder unten nackte kahle Stängel, weil das Licht eben nicht bis unten runterkommt.